Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Neue Westfälische, immer am Ball. Und der Ball rollt. Der SV Rödinghausen zu Hause in Schwarz. In der ersten Halbzeit von links nach rechts gegen die Zweitvertretung vom FC Schalke 04. Kaparos. Schöner Ball, findet Kopf leider nicht. Immer noch Ballbesitz, S04, Amadin. Schöner Ball in die Schnittstelle, der Abschluss. Und knapp drüber. Hober, schöne Bewegung. Nimmt kurzen mit. Dem sein Trick ein bisschen unsauber. Giamfi, jetzt die Chance, 3 gegen 3. Verspringt der Ball, kriegt er ihn noch rüber. Schöne Bewegung. Giamfi geht zu Boden und immer noch heiß, aber der Abschluss nicht gut genug. Was seine technischen Qualitäten natürlich nicht schmälern soll, aber ist dann nicht auf dem Level von Giamfi und Co. Vielleicht jetzt mal das Zufallsprodukt. Engelmann! Riesenschuss und das fasst seine Saison so ein bisschen zusammen. Simon Engelmann. Aber Kaparos gut im Zweikampf. Verheddert sich da ein bisschen mit seinem Mitspieler. Vielleicht jetzt. Castell. Wird gehalten. Beißt sich trotzdem durch. Kriegt den Ball irgendwie wieder. Schöner Haken. Vielleicht jetzt der Abschluss. Auf dem rechten und schöner Abschluss. Stark pariert von Luis Weber und auch stark gemacht von Castell. Wieder ein langer Ball. Schön verarbeitet, legt quer. Simon Engelmann wird gesucht und gefunden. Aber saustark von Julius Paris. Und Engelmann tritt die Werbung weg. Über Umwege irgendwie zu Kopf. Kriegt er die Flanke rein. Ja, Flanke hat Potenzial. Amadin und S04 mal wieder. Bringen ja auch einiges an Lufthoheiten mit. Unter anderem mit Daniel Flottmann, dem Captain. 1,93 Meter. Julian Wolf, 1,90 Meter. Und der Ball kommt zu Engelmann. Dritte Chance für ihn. Und drittes Mal nicht erfolgreich. Nächste Ecke. Eben ja die Chance entstanden. Mit dem Abschluss von Engelmann. Kurzen. Wieder Pöpperl. Offensiv bislang nicht in Erscheinung getreten. Und was macht er denn da? Flottmann legt zurück auf Engelmann. Er ist bislang die tragische Figur der ersten Halbzeit. Van der Sloot. Pöpperl. Über Kopf. Mal durchgewuselt da. Castell legt das Ding in den Rückraum. Van der Sloot. Und Weber entschärft fürs Erste. Immer noch heiß, jetzt nicht mehr. Riesenchance für S04. Amadin, boah. Schöne Bewegung in die Tiefe, ins 1 gegen 1 geschickt und gibt's Elfmeter? Nein. In der Wiederholung dürften wir jetzt auch sehen, dass Weber hier den Ball zuerst trifft und ja, ist auf jeden Fall ordentlich Ball dabei. Gehe ich mit dem Schiedsrichter, aber auch keine großen Proteste auf Seiten von S04. Vielleicht auch eine Variante, so nah wie Tia da am Ball steht. So ist es. Der Ball kommt und der Abschluss. Knapp vorbei. Adetula. Bisschen zu weit rechts.
Castell. Schöner Ball in die Gasse. Pöpperl und Weber. Riecht nach letzter Aktion. Einfach mal rein. Nein. Das war's. Das Spiel endet mit 0:0 und es ist leistungsgerecht. Sowohl der SV Rödinghausen hatte die Chance, hier ein Tor zu erzielen, als auch der FC Schalke 04. Aber beide zu unsauber, zu unkonzentriert im Abschluss und somit endet das Spiel sozusagen folgerichtig mit 0:0. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.